übrig geblieben ist. Sie sehen so geschockt aus. Es ist erschreckend. Es ist. Es kommt alles wieder hoch. Es ist Wahnsinn, dass es wirklich Sekunden dazwischen war. Haben Sie sich auch umgekippt? Ja, beide waren in Panik. Wobei meine große Tochter natürlich am meisten in Panik war. Denn die Kleine konnte natürlich nicht die Gefahr irgendwie einschätzen, die Große schon. Sie hatte Panik die ganze Zeit, dass das Auto irgendwie explodiert und dass es schlimmer wird. Und das war, ich habe es gesehen, aber nicht so in Erinnerung gehabt. Also ich habe das nicht so im letzten Moment. Erzählen. Das Auto hat gerüttelt, plötzlich beim Fahren. Wir waren auf der mittleren Spur und dann habe ich nur gesagt, da habe ich etwas übersehen. Ich dachte, ich hätte irgendwas wäre auf der Fahrbahn gewesen und ich hätte es nicht gesehen. Da habe ich nur im Rückspiegel geguckt, und um zu schauen, dann habe ich gesehen, dass da hinten Qualm kommt, und dann kam ein Funken und das Auto rüttelte nach rechts. In dem Moment hat es gezogen nach rechts. Und ich habe in dem Moment gesagt, ein Reifen ist geplatzt. Ich glaube, ein Reifen ist geplatzt, festhalten. Ich muss das Auto zum Stehen bringen. Ich habe nur Blinker rechts gemacht. Aber weil ich Funken gesehen habe, habe ich instinktiv nicht mehr Gas gegeben, sondern nur Kupplung und Bremse getätigt. Und dann hat mir aber der Lkw-Fahrer rechts von mir sofort Lichthupe gegeben und hat auch mich angehupt. Somit durfte ich sofort die Autobahn verlassen und auf die Notspur zu kommen. Habe aber das Auto nur zum Stehen gebracht, und während wir uns noch ausgerollt haben, habe ich gesagt, während das Auto rollte, habe ich gesagt, sofort abschnallen, raus, raus, wir müssen raus. Das Auto fängt Feuer, weil ich das schon gesehen habe. Meine Tochter war schon in Panik, weil sie das natürlich im Spiegel gesehen hat. Und wir sind raus. Meine Tochter sitzt, ja, sie ist 12,5, sitzt ja auf dem Beifahrersitz, macht die Tür zu, nimmt aber meine Jacke und meine Tasche mit, und der Ärmel von meiner Jacke ist hängen geblieben. Als sie die Tür zumacht, geht die Zentralverriegelung zu. Und wir kommen nicht raus, meine kleine Tochter und ich. Und ich war dann in Panik, weil die Tür ging nicht auf. Ich habe die Zentralverriegelung getätigt mehrmals und es ging nicht auf. Und ich dachte, ich trete die Scheibe ein. Aber beim letzten Versuch, wo ich die Tür aufmachen wollte und mit der Faust draufgeschlagen habe, dann ging es auf. Ja. Und dann habe ich meine kleine Tochter genommen, sofort raus. Wir waren vielleicht 50 Meter vom Auto entfernt. Nicht mal. Dann habe ich mich gedreht und die Kabine stand schon unter Flammen. Und da habe ich weiche Knie bekommen. Also Panik in dem Moment, wo die Türen nicht aufgingen. Aber dann, als ich gesehen habe, die Kabine steht schon in Flammen und wir sind nicht mal weit entfernt vom Auto. Das war schon schlimm. Was glauben Sie? Es waren Sekundensachen. Wirklich nur Sekundensachen. Ich glaube, es wurde mir auch gesagt vor Ort, wenn ich noch weitergefahren wäre, wie die meisten denken, ich habe irgendwas im Kanickel oder irgendwas überfahren und fahren weiter, das Auto wäre in die Luft gegangen eventuell. Oder höchstwahrscheinlich wäre es in die Luft gegangen, ein paar Meter später. Ja, wie fühlen Sie sich Tag feiern können? Ne? Ich habe meiner Töchter gesagt, dass wir jedes Jahr am 16. Oktober drei weiße Kerzen anzünden werden, weil uns offensichtlich das Leben noch mal geschenkt wurde. Ich hatte noch nicht die Zeit, das Ganze zu verarbeiten, weil es meiner Töchter natürlich noch nicht gut geht. Sie schlafen zwar vor Müdigkeit, aber
Sie zucken im Schlaf, sie weinen im Schlaf, sie schreien im Schlaf oder beklagen sich und ich kann nicht schlafen. Und das ist schon erschreckend, das ist schon ängstlich, sage ich mal, dass man so knapp, dass wir so knapp in dem Leben davon gekommen sind, das ist schon schwer zu glauben. Meine große Tochter Daniela, sie ist rausgesprungen, weil ich natürlich gesagt habe, raus, 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 wir müssen raus. Und dann hat sie die Beifahrertür zugemacht und dann ging die Zentralverriegelung plötzlich runter, sodass die Türen blockiert waren. Und ich habe natürlich, ich weiß, wenn ich die Fahrertür aufmache, geht alles auf. Es ging aber nicht. Dann habe ich angefangen, den Knopf von der Zentralverriegelung zu drücken und es ging nicht auf, gar nichts hat sich getan. Und dann bin ich nur seitlich Richtung Beifahrersitz gegangen, weil ich hätte dann die Scheibe sofort eingeschlagen oder eingetreten. Denn als ich mich gedreht habe und meine kleine Tochter gesagt habe, Ilana, schnell Baby, schnell abschnallen, sagte sie, Mami, ich bin schon abgeschnallt. Da habe ich die Flammen schon durch die hintere Scheibe gesehen, dass sie schon hochsteigen. Und da war Panik natürlich bei mir ausgebrochen. Und ich habe nur die Tür gezogen und gleichzeitig mit der Faust drauf geschlagen auf den Knopf. Und dann hat es nur ganz laut klack, klack gemacht und dann gingen die Türen wieder auf. Aber diese Sekunden, also kamen wir vor, als ob die Ewigkeiten gewesen wären. Das kam mir wirklich so vor. Und ich glaube, der Blu-ray-Player wird auch nicht mehr auf. Dann kann man das viel cooler sehen, ne? Aber mit Kindern, ja. Vor allem, wenn ich meine große Tochter hier mit dem Kurve stehen sehe. Guck, alles, guck, alles, bitte, bitte. Und das ist unten. Ja, ist vorne ausgebrochen. Vorne und jetzt.